Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2. Ja, wir waren ja das letzte Mal mit Yuri hier unterwegs und scheinbar hat die uns noch nicht zurückgerufen. Dann machen wir doch mal den einen da vorne. Und ich habe mir jetzt für den Amazing Spider-Man 2 Anzug entschieden für diese Folge. Mal schauen, wie sich der so hier, ne? Sprache. Sprache, schwere Sprache. Ich muss die Leute vor den Symbionten schützen. Ah ja, okay, Symbionten. Hm. Ah, Miles ist am Start. Hallo Miles. Ich störe doch nicht. Okay, das ist irgendwie komisch, mit einem Amazing Spider-Man Anzug Anti-Venom zu benutzen. Tauche unter Gegnern hindurch. Wie soll denn das gehen? Ah, okay. So, und perfekt. Haben wir extra Money bekommen. Bam. No, Combo. Nice. Boom und boom. Nur noch einen Moment durchhalten. Sehr gut. Und raus mit euch. Das Mal ist schon weg. Okay. Möglichst schnell in Sicherheit. Verbündetenformierung 200 XP. Gut, das kann man leider nicht forcen. Doch, da ist er noch. Geht ab, Bruder. Ja, ja, ja. Oh. I love it. Sehr gut. Miles, man sieht sich. Okay. Look who is back. Nutzen wir das doch mal kurz aus. Warte mal, Posen ein, ja. Perfekt. Wunderbar. Okay, dann hoffe ich mal, dass Yuri wieder anruft. Und uns sagt, wo wir hin müssen. Weil bis jetzt weiß ich es nicht. Und ich will hier nicht unbedingt Stadtteile anfangen, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Hm. Gut, haben wir hier noch? Machen wir so. Was ist das Grüne hier? Mysterium, da können wir sowieso nicht hin. Marco. Hm. Gibt es hier nicht sonst noch irgendwas Schönes? Vielleicht eine Spinne oder sowas? Die würde ich auch mal gerne wieder eine haben. Yay, ich habe mir das alte Krankenhaus angesehen, in dem die Flamme sein soll. Es ist erwacht, aber nichts, was uns aufhält. Bereit? Sehr gut. Ich glaube trotzdem, dass es eine Falle ist. Wir brauchen einen Plan. Klar. Beim Krankenhaus gibt es ein Dach. Wir reden dort. Okay. Ja, okay, bis dann. Nur halte. Jawohl. Okay, 2800. Let's go. Oh, das ist wieder da drüben. Dann nehmen wir doch den Tunnel hier rechts. Oh, komm schon. Wieder hoch. Warte mal. Aber ich vergesse immer, dass ich diese Sprungattacken hier habe in der Luft. Eigentlich sind schon nice Vibes. Oh, erstmal aus dem Ding fliegen. Oh, da ist eine Kiste. Halt. Stopp. Stopp. Kiste mitnehmen. Brauche jedes Technikteil, was ich finde, bis ich die Trophäe habe. Beziehungsweise alle Sachen aufgesammelt habe. Irgendwie 10.000 Technikteile oder sowas war das, die Trophäe. Also. Bei 30 pro Truhe ist das nicht sonderlich viel. Das heißt, so viele mitnehmen, wie nur geht. Ah, ist es jetzt das eine komische Haus, was wir vielleicht vorher da hinten waren?
Angriff auf Tankwagen. Na komm, nehmen wir gleich mit. XP ist nötig. Gib. Und bam. Direkt niedergestreckt. So, und schmeiß. Und boom. So, noch jemand. Komm her. Bam. Nope. Nope. Ah, hier alles dicht machen. Oh, wo kommen die Jäger jetzt her? Ich hab mich schon gefragt, ob das noch schwerer werden kann. Hä? Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Zeit bis zur Explosion. Ja, ja, jetzt warte mal. Lass ich mal die Löcher zumachen. So. Viel perfekte Ausweichmanöver gegen Gegner aus. Okay, ja. Ja. Jo, alles klar. Easy. Boom. Down. Down. Hm. Jawohl. Jawohl. Kann ich hier das Schild wegnehmen? Na, ja, noch nicht. Ich stehe die ganze Zeit im Gift. Nein, nicht die schlauste Idee. So, weiter geht's. Und Aufstieg. Stufe 40. Nice. Nur noch 20 Level. Warte mal, können wir vielleicht was Sinnvolles damit machen? Haben wir einen neuen Anzug freigeschaltet? Zumindest nicht für Peter. Aber für Miles, in der Tat. Shield-Agentenanzug. Okay. Geräte haben wir wieder was Neues. Ein normaler Gegner kann auf kürzeste Entfernung einzuspinnen, schleudert ihn zurück. Das kostet aber Heldenmarken. Ne. Das kostet auch Heldenmarken. Nee, ehrlich gesagt will ich erst das hier mit Heldenmarken machen. Seltene Teile. Stadtmarken. Seltene Teile. Stadtmarken. Aber hier werde ich wieder Heldenmarken brauchen und sowas. Nee, die Heldenmarken hebe ich mir mal auf. Die Geräte können warten. So, und Peter braucht 2 Punkte. Okay. Siehst du ohne mich rein? Dich wundert das. Hä? Wo denn? Hurry up, was ist das? Ich gehe ihr nach. Man kann es auch einfach in die Wand reinrutschen. Also von Kopf ist nicht mehr viel übrig, glaube ich. Ja, es ist das Ding. Nein. Okay. Aber wer weiß, ob die Flamme so viel Glück hat. Yuri meinte, er ist extrem gefährlich. Wir haben keine Ahnung, worum es bei dieser Purpurstunde geht. Und sie stürmt einfach los. Das war nicht Teil der Prophezeiung. Hört auf die Flamme und sucht weiter. Irgendwann muss es weg. Nee, wie war das? Nee, so nicht. Warte mal. Ich will diese Netzleine machen. Ach, Dreieck war das. Wo kam das denn her? Über uns. Na, schade. Das Narrenfeuer, verstehst du? Bam. Erledigt? Nee, der lebt noch. Jetzt aber. Na, der ist down. Ja. Da sind noch ein paar mehr. Ja,
dass das noch einen erwischt hat. Okay. Ja, die hat hier gut gewütet, du. Klingt nicht gut. Ich muss bloß zu ihr. Wieso geht die Obd alleine rein? Rechtags. Punkten. Okay. Ratten. Nope. Klack. Sehr schön. Das ist eine Karte von Brooklyn. Hm. Soll sich hier die Purpurstunde ereignen? Möglich. Sehr gut möglich. Das weiß ich nicht. Was noch? Finde einen anderen Weg. Ja, alles klar. Gemacht. Was jetzt? Ich will, dass das sofort weggeräumt wird. Was ist mit dem Team auf dem Dach? Du hast ja nichts zu sagen. Und den Schutt. Sofort. Juri ist hinter den Trümmern. Wenn ich die Kultisten ausschalte, kann ich zu ihr und zur Flamme. Macht Sinn. Moment. Die stellen Sprengstoff her. Sie warten also nicht auf die Purpurstunde. Sie wollen sie auslösen. Ja. Wurde der Rest des Gebäudes schon überprüft? Niemand antwortet. Hast du nicht zugehört? Hm. Gut. Wir haben hier was gebraucht. Boom. Wie das Regal despawnt. Hey, steh auf! Ja, ihr müsst eure Regale mal besser sichern. Jemand von uns wurde angegriffen. Ach, Schmarrn. Hier wird keine Pause eingelegt. Pause eingelegt. Spider-Man ist immer noch da. Nope. Komm mal her. So. La 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 la. Spider-Man. Bei dem läuft's. Ja, wen kann ich hier mitnehmen von euch? Ungesehen. Den hier? Nee, nicht ganz. Na gut. Dann halt so. Ah, das war nix. Oh. Und boom. Was wollt ihr eigentlich? Schießt er da oder was? Geht gar nicht. So. Jetzt weg mit den Trümmern. Und weg. Ah, da geht's schon ab. Wer sagt denn was von Oscorp? Halt! Das Narrenfeuer selbst! Genau wie ich es prophezeit habe! Oh! Ich wusste, dass du es drauf hast, Juri. Voll weggedingst, Alter. So, das hält den Druck aufrecht, bis ich. Oh, wir dürfen uns gegen Juri beweisen. Beziehungsweise gegen Brave. Alles klar. Wer die Flamme will, muss erst an mir vorbeikommen. Ja, ich weiß nicht, ob du meine Symbionten-Abilities hier durchhältst. Anti-Venom-Time. Und komm her. Na, ja, danach musst du erstmal herkommen. Du bist ja jetzt schon halb down. Boom. Und die Purpurstunde? Wir wissen immer noch zu wenig darüber. Na. Der Weg wird kein gutes Ende nehmen, Juri. Vertrau mir. Dir vertrauen? Wer wär's, wenn du mir vertraust? Naja, du hast gerade versucht, jemanden umzubringen. Deine letzten Flucht nicht
Weiß ich nicht, ob ich dir vertrauen will, kann, muss. Nope. Aua. Oh, oh. Oh Gott. Es ist jetzt sehr, sehr knapp. Ich muss echt aufpassen. Scheiße. Ich bin doch ausgewichen. Was soll das? Oh, Mann. Beim vorher noch große Fresse gehabt, ne? Okay, die ist wieder full life. Alles klar. Dann bam. Wie lang ist denn die Kette von der bitte? Hier, flieg mal ein bisschen. Boom. Ja, möglich. Bam. Hier, viel Spaß damit. Ja, aber deswegen musst du ja nicht töten. Mann, schon wieder zu spät. Der Weg wird kein gutes Ende nehmen, Yuri, vertrau mir! Dir vertrauen? Wer wär's, wenn du mir vertraust? Zu einfach. Oh, Harry. Okay, pass auf. Anti-Venom Time. Du hast sein Gesicht nicht gesehen! Nein, kann ich mir nicht vorstellen! Aber das macht es trotzdem nicht richtig! Bam. Kommt mir nicht noch ein! Niemand! Bam! Boom, boom, boom. Erledigt. Glückwunsch. Du darfst dein restliches Leben hinter Gittern verbringen. Und das verdanke ich dir. Oh oh. Shit. Was für ein Shot. Alter, Yuri. Oh, wie wunderschön. Ich werde das nur ein kleines bisschen genießen. Nope. Alter, was für ein Shot mit Yuri. What the fuck? Bam. Du weißt, dass das nicht geht. Ich will nur das Richtige tun. Wenn du wüsstest, was das bedeutet. Ne. Aufpassen, aufpassen. Die haut gerade richtig auf die Fresse. Aua, 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 aua. Hier, nimm mal einen Stuhl oder so, oder ein Fass. Okay, die kam auf dieselbe Idee. Oh, oh. Wieso weichen die alle gleich aus? Setz dich mal hin. So. Brauchen wir ein bisschen... ein paar Heilsachen. Ah, fuck. Okay. Wieso haut die denn auf einmal so rein? Autsch. Na gut. Du weißt, dass das nicht geht. So. Ich will nur das Richtige tun. Ja, ja doch. Bam. Okay, Anti-Venom Time. Und du liegst nie falsch. Dass die allein schon so Schläge von Spider-Man durchhält, ist ja schon eigentlich krass. Hey, mein Anti-Venom. Alles ist verschwommen. Du hast immer noch einen Spinnensinn, Kollege. Dir ist es wichtiger, gut zu sein, als Gutes zu tun. Autsch. Was schon immer. Aua. Du hast immer geglaubt, wir könnten beides. Ja, dann wurde ich erwachsen. Mäh. Hör
auf so gut zu sein. Das ist richtig. Alter, wieso macht die so viel Schaden? Hm? Ach nein, nicht das schon wieder. Und du bist nicht die Gerechtigkeit in Person. Nee, das Problem ist, ich hab fast kein Leben. Sehr gut. Na, habe ich's erwischt? Weiß man nicht, ne? Autsch, aber sie hat mich erwischt. Oh oh. Oh, 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 ausweichen. Okay, Anti-Venom Time. Ich muss jetzt irgendwie muss ich auf mein Lebensding kommen. Das ist mir jetzt gerade alles ein bisschen zu kritisch hier. Ja, Leben. Sehr gut. Ne, töten wird hier nicht. Selbst Bösewichte werden nicht getötet. Das hat schon Craven erledigt, irgendwann bin ich arbeitslos. Oh oh. Und der Typ ist weg, natürlich. Du solltest deine Prioritäten überdenken. Denn nicht die eine Person, die ich töten musste, raubt mir den Schlaf, sondern alle, die ich nicht retten konnte. Ich frage mich ja, wie die Maske sich bei ihr dran hält. Schrumpft die in sich zusammen so ein bisschen, damit sie festhält? Das wäre voll unangenehm, Alter. Ich lass nicht zu, dass die Flamme noch jemanden verletzt. Ich werde ihn finden. Irgendwie. Okay. Und Astoria-Fortschritt. Fertig. Jawohl. Sehr gut. Distriktbelohnung. 2 Heldenmarken. Okay, gut. Wir haben jetzt gut Heldenmarken bekommen. Distrikt abgeschlossen. Echt? Komplett? Jo, tatsächlich war die Flamme. Gute Ops, FSD-Anfragen, Prowler ist durch, Flamme ist durch, Spider-Verse ist durch, Symbionten ist das durch. Hier ist auch alles durch. Und hier ist noch eine gesperrt. Okay. Vielleicht wird das ja... Kann das sein, dass die Flamme auch da ist? Weil die wollten ja in Brooklyn sein. Maybe. Okay. Alter, Miles hat 7 Anzüge. Was geht mit dir? Okay, nee, Anzugtechnologie. Was brauchen wir fürs Power-Up? Seltene Teile, wie den Schaden, Stadtmarken. Seltene Teile und Stadtmarken. Was gibt mir denn Stadtmarken eigentlich? Was gibt mir so ein Kristall? Ach, so ein Kristall gibt mir Stadtmarken. Das gibt mir Helden. Foto-Ops gibt mir Stadtmarken. Brawler gibt mir seltene Teile. Die Jägerdinger auch. Die geben Helden. Die geben auch seltene Teile. Es geben mir die Birds hier auch seltene. Die geben Helden. Also müsste ich eigentlich einen Haufen Foto-Ops machen. Was geben die? Auch 8 Heldenmarken. Wow. Okay, krass. Aber dann frage ich mich... Wie viele Stadtmarken? Kann das sein, dass es dann überhaupt ausreicht? Okay, da ist ein Haufen Heldenmarken, da brauche ich keine Stadtmarken mehr. Hier brauche ich noch 7. Okay. 7. Hier brauche ich dann noch 9, also 16. Und 4, 20. 20. 20, um das hier freizuschalten. Aber ich brauche doch auch welche, um hier Sachen zu kaufen, oder?
Nee, seltene Teile. Seltene Teile. Doch, auch welche, ja. Okay, komisch. Heldenmarken. Auch Heldenmarken. Abprallnetz. Ja, gut, irgendwie. Nee, ich will das ehrlich alles für die Anzugtechnologie erstmal behalten. So, da brauche ich noch einen Punkt, alles klar. Dann heißt es wohl wieder ein bisschen warten, bis wieder Yuri anruft oder ich irgendwie sonst die Info bekomme, wo ich hin muss. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie so ein NFT oder so. Überfall. Ah, das machen wir doch. Geben die Dinger hier eigentlich auch Stadtmarken? Oder nicht? Oder geben die nur Erfahrung? Boom. Oh lol, what? Ich bin den Gegner an der Oberfläche fest. Das wird bei dem nicht funktionieren. Ah, doch. Irgendwie. Hä? Als ob jetzt auch noch Jäger dazukommen. Natürlich. Wow. Moment. So. Kommen wir alle ein bisschen zusammen hier. Ist so random, dass jetzt dann so ein Symbiontenkoloss auf einmal aus dem Himmel fällt. Hier, Anti-Venom. Boom. Tada. Na, du bist wieder verletzt. Alles klar, komm her. In der Nähe ist ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Mal, kann ich? Ich danke dir. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich wollte so eine Netzschleuder machen, aber der kann das nicht, wenn der einen drauf hat. Na gut, logischerweise irgendwo, aber hätte ja sein können. Kann ich eigentlich Netzflügel machen? Nee, auch nicht, ne? Oh, was ist hier passiert? Alles eingestürzt? Oder ist das Feast von früher? Hm. Nee, das müsste die Midtown High sein. Hm. Und da drauf. Und da sind wir. Die Profis übernehmen jetzt. Sei gesegnet, Spider-Man! Nee, das gibt nur reine Erfahrung und Technik. Okay, aber Level up. Stufe 41. Jawohl, ja. Es gibt wieder einen neuen Anzug für Pete diesmal. Ah, der Far From Home Suit. Alles klar. Ey, ganz ehrlich, den hätten die aber auch hier als Farbvariante machen können. Und damit auch wieder mal einen Anzugsplatz sparen. Mal im Ernst. Der unterscheidet sich nichts, außer dass das Blaue so schwarz wird. Naja, ich muss es nicht verstehen. Spätestens wenn das Spiel mal auf dem PC rauskommt und dann die Modder sich da dran lassen, dann wird da sowieso 1000 geile Anzüge geben. So wie auf dem PC aktuell mit dem alten Spider-Man noch. Spider-Sperrfeuer lädt sich schnell auf. Okay, also ein Fertigkeitspunkt noch, dann haben wir Peter offiziell durch. Dann hätten wir hier noch das Zeug für beide. Oder hier Zeug für Miles. Naja, wir gucken mal. So, ruft Yuri auch mal wieder an, oder was? Oder wie? Oder wo? Genki. Hey, Mr. Parker. Sie haben sich doch um diese Feuerkulttypen gekümmert, oder? Ja. Die Anhänger der Flamme? Ja. Laut Berichten auf Social Media wurden ein paar von ihnen auf einem Dach in Brooklyn gesichtet. Ich schick dir die Infos. Sehe ich mir an. Danke, Genki. Alles klar. Fängt die Purpurstunde bereits an? Dann wissen wir, wo es ja nächste Folge hingeht. Und zwar zu der nächsten Flammenmission. Bis dahin, Leute. Ich wünsche euch was. Ciao.